Hallo ihr Lieben, ihr wart vielleicht beim Kartenlegen und sagt, wow, das möchte ich auch kennen. Oder ihr habt überhaupt eine Affinität irgendwie so zum Kartenlegen und sagt, Menschenskinder, ich möchte jetzt wirklich auch mal Karten legen können, aber ihr wisst nicht, wie ihr anfangen sollt. Also ihr wisst nicht, welches Deck sollt ihr kaufen, wie können die ersten Schritte gelingen. Ja, da seid ihr hier genau richtig. Ich bin Susanne Matzkat-Bader. Ich gebe Kipperkartenkurse, Tarotkartenkurse, natürlich auch Beratungen. Und ich sage euch jetzt mal, wie ihr als Anfänger ja am besten euch dem Thema nähert. Ja? Das Wichtigste ist natürlich, ihr braucht ein richtiges Kartendeck. Was ist das richtige Kartendeck für euch? Ein Kartendeck ist immer davon abhängig, erstens von der Bildsprache, die es hat, ja, also ob euch die Bildsprache gefällt oder nicht. Und dann kommt es ja darauf an, was ihr damit machen wollt. Ja? Und es ist natürlich auch noch abhängig davon, ja, was euer Erfahrungen im Leben sind, wie euer Bewusstseinsgrad ist, wie euer Alter ist. Ja, wisst ihr, eine 20-jährige junge Frau, die wird wahrscheinlich ganz andere Fragen stellen als zum Beispiel eine 50-jährige, ja. Und da ist schon wichtig, dass ich auch das richtige Kartendeck habe. Also es gibt Kartendecks, die sind eher jetzt so für pragmatische Alltagssituationen. Und es gibt Kartendecks, die machen eher so eine tiefe Seelenschau. Ich habe da schon mal ein Video drüber gedreht, über das richtige Kartendeck. Vielleicht wollt ihr da einfach mal reinschauen. Auf jeden Fall würde ich euch raten, wenn ihr die absoluten Greenhorn seid und ganz neu anfangt, nehmt ein einfaches Kartendeck. Was ist ein einfaches Kartendeck? Ich meine da jetzt nicht Orakelkarten, sondern ich meine, also Orakelkarten sind Karten, wo man einfach nur immer eine einzige Karte zieht und dann die Information liest und dann sich da irgendwie Gedanken dazu macht. Nein, ich meine schon Kartenlegedecks, also so wie jetzt Tarot, Kipper, Lenormands, Karten, Zigeunerkarten und so. Ja? Wählt am Anfang erst ein einfaches und dann könnt ihr ja immer noch aufbauen drauf. Okay, also ihr sucht ist euch also das richtige Kartendeck aus und dann braucht ihr, bevor ihr loslegt, auch auf jeden Fall die richtige Fragestellung. Also ich würde euch auf gar keinen Fall raten, jetzt zum Beispiel, wenn ihr Kipperkarten kauft oder Lenormand-Karten, dass ihr dann gleich das große Blatt auslegt. Das große Blatt, das ist sowas, schaut's, da legt man also alle 36 Karten der Reihe nach hin und dann soll man da sozusagen was deuten können, ja. Ja, also da bleibt viel Platz für eure Fantasie, für eure Projektion und vor allem sehr viel Platz auch für Überforderung. So würde ich auf gar keinen Fall anfangen. Fangt um Gottes Willen an mit einfachen Legemustern. Was ist ein Legemuster? Ein Legemuster ist praktisch wie so ein Plan, der sagt, jetzt hol mal drei Karten aus deinem Kartendeck raus. Das eine, die erste steht für die Vergangenheit, die zweite für die Zukunft, die dritte für die Gegenwart. Ja? Und dann legt ihr die Karten drauf und sagt, also das ist die Karte für die Vergangenheit und verbindet die Aussage miteinander. Das ist die Karte für die Gegenwart und das ist die Karte für die Zukunft. Das ist viel, viel einfacher, klein anzufangen. Groß könnt ihr es immer noch machen, ja. Und es gibt einfach verschiedene Fragemöglichkeiten, also verschiedene Legemuster. Das hängt davon ab, ob ihr eine Entscheidungsfrage wissen wollt, ob ihr eine Zukunftssentenz wissen wollt, ob ihr einen Beziehungsstand wissen wollt. Also gibt es ganz unterschiedliche. Und als erstes hockt ihr euch also hin und überlegt euch, was will ich überhaupt mit der Karte, was will ich überhaupt von den Karten, ja? Also erstmal eine Fragestellung finden, die richtige Fragestellung finden. Und was auch mal eine ganz gute Einstellung ist zum Kartenlegen, ich bin einfach interessiert dran, was jetzt die Karten mir da zeigen wollen. Stellt euch vor, die Karten wie Werkzeuge. Ja, eine Karte ist ein Werkzeug und jetzt zum Beispiel bei so Kipperkarten hat man 36 Werkzeuge, bei Tarot übrigens 78 Werkzeuge. Ja, nochmal zurück zum einfachen Deck, ist natürlich Logo, 36 Möglichkeiten sind einfacher als 78 Möglichkeiten zu lernen. Und diese Werkzeuge, die zeigen euch ganz einfach an, was ihr in der jeweiligen Situation benutzen sollt, welches Werkzeug. Ja, stellt euch vor, ihr wollt ein Haus bauen, um ein Haus zu bauen. Ja, da braucht ihr vielleicht einen Kran, ja, oder einen Bagger, Logo. Und ihr braucht einen Mörtel und einen Hammer. Und ganz am Schluss braucht ihr einen Pinsel, um zum Beispiel die Ecken von den Räumen aus schön zu malen, ja. Okay. Jetzt könnt ihr aber nicht einfach einen Pinsel mit dem Kran austauschen. So ungefähr stellt ihr euch, und andersrum auch nicht, so ungefähr stellt ihr euch das Kartenlegen vor. Ihr habt also verschiedene Werkzeuge in der Hand und die Karten zeigen euch verschiedene Möglichkeiten über diese Werkzeuge an, die ihr benutzen könnt. So, so funktioniert das. Also eine ganz offene, lockere Einstellung haben und dann geht's los. Und da gibt's also unterschiedliche Typen. Die einen, die sind ganz cool drauf, die sagen, ja, jetzt fange ich einfach mal an. Also die legen sich ihr Legemuster hin, holen drei Karten raus. Finde ich gut. Und dann würde ich zum Beispiel raten dazu, jetzt fühl mal rein in diese Kartenaussage.
was du da selber erspürst oder erfühlst, ja? Und dann hat jedes Kartendeck, wenn ihr das kauft, ein Begleitbuch. Und da könnt ihr in diesem Begleitbuch auch nochmal nachspitzeln. Aha, wie hat denn das der Autor gemeint? Was sieht denn der bei diesen Karten drin? Das sind ganz gut ergänzende Informationen, allerdings immer abhängig eben vom Begleitbuch und dem Autor. Also ein Begleitbuch jetzt bei den Kartendecks, die sind beispielsweise unheimlich klein und sehr, sehr, sehr begrenzt von Informationen. Oft ist es da schon auch ein guter Tipp, sich weitere Begleitliteratur zu kaufen. Ja, es gibt sehr viele Bücher, unterschiedliche Bücher. Würde ich an eurer Stelle auf jeden Fall vorher reingucken, ob ihr die Sprache gut versteht, ob der Autor ein ähnliches Mindset hat wie ihr. Es gibt nämlich auch sehr viele Bücher, da steht ein Haufen Schmarrn drin. Das kann ich euch sagen, aber ihr müsst für euch das Buch finden, das da passt. Ja? So, also das Hinlegen, Anschauen, reinspüren und dann ein sehr wichtiger Tipp für Anfänger und auch für alle, die es vielleicht professionell betreiben wollen, gewöhnt euch an, von Anfang an laut auszusprechen, was ihr da seht. Ja, weil man hat es dann so im Kopf, und denkt, ah ja, das habe ich schon verstanden und ja, ich weiß schon alles. Das Schwierige ist, um flüssig Karten legen zu können, also die Kartensprache sprechen zu können, das auszusprechen, was da liegt. Ja? Und das fängt da am besten so an, ihr habt ja dann immer einen Platz, wo eine Karte liegt. Ja? Also zum Beispiel hast du einen Platz, hier ist ein Ausgangspunkt. Und dann sagst du, also mein Ausgangspunkt ist jetzt gerade und dann beschreibst du die Karte. Also die Deutung der Karte, du kannst aber auch beschreiben, was auf der Karte drauf ist. Oft kommen einem dann die Assoziationen, was es zu bedeuten hat, ja? Und dann liegt die nächste Karte auf dem nächsten Platz und da steht halt dann, das solltest du nicht tun. Und dann sagst du laut, du solltest jetzt nicht tun oder ich sollte jetzt nicht tun und dann beschreibst du und deutest du wieder, ja? So kommst du langsam in diese Kartensprache rein. So, das sind die ganz Forschen, die also einfach loslegen. Dann gibt es die anderen, die sagen, naja gut, also ich verschaffe mir jetzt erstmal einen Überblick über das Ganze und ich besorge mir jetzt erstmal tatsächlich ein Buch und lese erstmal das Buch und dann lege ich los und das funktioniert genauso. Die legen dann auch los, ja, und legen dann die ersten Karten, fühlen rein, schauen im Buch nach, sprechen es laut aus, ja, und es ist tatsächlich so, ihr werdet da alle ganz tolle Anfängererfolge haben und ihr werdet auch alle Themen haben oder Deutungen haben, wo ihr einfach überhaupt nicht weiterkommt. Ja, wo ihr sagt, also das verstehe ich jetzt nicht, das kann ich nicht aussprechen, mir fehlt da irgendwie Information. Das kann an verschiedenen Gründen liegen. Der erste Grund kann sein, dass ihr zu dem Thema einfach keine Resonanz habt, weil ihr noch nie damit was zu tun hattet, ja. Die zweite Möglichkeit kann sein, dass ihr irgendwie eine falsche Fragestellung hattet und einfach das Ding an sich irgendwie ein bisschen unsicher ist, ja, also dass es einfach nicht so ganz stimmt. Die dritte Möglichkeit kann aber auch sein, dass du selber einen blinden Fleck hast, ja, also blinde Flecken, die zeigen sich ja dadurch aus, dass ich selber nicht an mir erkennen kann. Was du hier tun kannst, du kannst hier das Bild fotografieren, ja, und immer wieder mal drüber gucken auf das Foto, ob dir später noch Ergänzungen einfallen. Ich habe da auch schon mal ein Video drüber gemacht, Fehler beim Kartenlegen. Bitte schaut euch mal da rein, da sind nur mehr Tipps in die Richtung, wie man sich da in Anführungszeichen selber auf die Schliche kommt, was da alles falsch laufen können hat, na, falsch gelaufen ist so. Gut, so, dritte Möglichkeit, Kartenlegen lernen. Das würde ich für alle empfehlen, die jetzt also praktisch an diesem Punkt kommen. Okay, manchmal klappt es ganz gut und manchmal komme ich überhaupt nicht weiter. Oder Leute, die sagen, Mensch, ich weiß, ich würde es auch professionell machen. Oder einfach, wenn du einfach wirklich Karten legen lernen willst, dann brauchst du einfach einen Kurs. Also auch ich habe mal einen Kurs gemacht, ja. Warum einen Kurs? Wisst ihr habt ja sonst immer nur das Buch. Ja? Und das Buch ist ein Monolog. Ihr könnt dem Buch keine Fragen stellen. Ihr könnt nicht da, wo es gerade bei euch hängt, fragen, hey, wie geht's jetzt weiter? Und niemand hier auf der Erde kann alles ganz alleine lernen. Wir brauchen doch die anderen Menschen, die uns unterstützen, die uns unsere Informationen geben, die uns vielleicht daran erinnern, wer unser wahres Selbst ist und die uns Fragen beantworten können. Das ist ganz normal, ja? Also das ist wirklich ein einfacher und klarer Weg, das Kartenlegen zu lernen. Das andere sind mehr so Trial-and-Error-Versuche. Mit sicher guten Erfolgen kommt halt darauf an, was ihr damit machen wollt, ja? Also wenn ihr einmal im Jahr, vielleicht an Neujahr oder so euch Karten ziehen wollt, ja, dann braucht ihr keinen Kurs machen. Wenn ihr aber sagt, nee, also ich will das irgendwie wirklich können, dann rate ich euch definitiv, kommt zu einem Kurs. Gut.
Jetzt nächster Punkt. Üben, 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 üben. Ja, also nochmal, die Sache mit einmal an neuer Karten legen, die wird euch nicht zum Profi machen. Das ist dann mehr ein Spiel. Kann man auch spielerisch machen, ist nicht das Problem. Aber ich würde euch raten, wenn ihr das machen wollt, wenn ihr Karten legen lernen wollt, richtig Karten legen lernen wollt, übt, 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 tauscht euch mit anderen aus, ja, und eventuell belegt den Kurs. Vielleicht bei mir, ihr wisst, ich gebe Kipperkartenkurse und Tarotkartenkurse. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, bitte schreibt es bitte in die Kommentare. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald mal wieder. Tschüss!